Das Stadtliga-Schlagerspiel FC Stadlau gegen SC Columbia beginnt mit der Präsentation des neuen Stadlau-Sponsors Puntigammer. Im Spiel selbst gibt zunächst Stadlau den Ton an. Hier entsteht bereits die erste Torchance für die Heimelf. Und wer könnte es anders sein als Goalgetter Philipp Wildbrat, der diese Torchance vorfindet. Wenig später diese Aktion und es wird die nächste Torchance, diesmal scheitert Karl Aschinger. Dann klappt's aber. Weiter Pass von Simon Hobiger in den Strafraum. Philipp Wildbrat wird unfair gestoppt, setzt sich aber doch durch und es steht 1:0. Die Freude währt aber nur kurz, denn etwas Konfusion nach diesem Freistoß der Columbia und Torschütze Wiltschko für die Gäste zum 1:1. Weite Flanke in den Columbia-Strafraum und hier testet Torschütze Wiltschko seinen eigenen Tormann. Wenig später dann dieser weite Ball. Philipp Wildbrat wird hier zu Fall gebracht. Sehen Sie selbst in der Wiederholung, was würden Sie entscheiden? Die Gäste aus Wiedlsee meist gefährlich, wenn es um Standardsituationen geht. Hier allerdings mit diesem Schuss gefährden sie das Tor nicht. Stadlau über die linke Seite, das ist an diesem Tag ein oft gesehenes Rezept, aber auch hier wird nichts draus, die Abwehr klärt. Und eine Chance hätten wir noch in Halbzeit 1, und zwar für die Gäste aus Floridsdorf. Hier kommt die Flanke und keiner war hier zuständig. Halbzeitstand 1:1. Und in der Pause durften dann die ran, die vielleicht in 10 bis 12 Jahren in die kommende zweite Hälfte gehen werden. Apropos zweite Hälfte, ein Ausflug von Bernd Stropek sorgt für die erste Torchance der Columbia in eben dieser Hälfte 2. Dann ein Eckball, der Folgen hat, und zwar das 1:2 durch Roman Koller. Getreten hat den Eckball Ex-Stadlauer Alexander Frimmel. Stadlau versucht's dann weiterhin vermehrt über die linke Seite. Philipp Wildbrat, der Kapitän, holt sich mit großem Einsatz diesen Ball noch, bringt den Ball auch noch Richtung Fünfer, aber irgendein Bein der Columbia war dazwischen. Alexander Frimmel mit der weiten Flanke, Bernd Stropek mit einem Ausflug. Hier gefällt ein Columbia-Spieler. War das vielleicht Elfer? Ein Freistoß des eingewechselten Sascha Pantic und Goli Taschwer für Columbia mit der Faustabwehr. Über links dann wieder der Heimverein. Hier kommt Manuel Tutzei an den Ball, fasst sich ein Herz, zieht ab, große Distanz und das war knapp. Wieder über links, wieder Manuel Tutzei, wieder zieht er ab und diesmal findet er seinen Meister in Goli Taschwer. Manuel Tutzei die dritte, diesmal per Eckballflanke und wieder Dörmann Taschwer. Der folgende Nachschuss aus dem Hinterhalt, den hechtet der Tormann ebenfalls aus der Ecke. Weiter Ball, kurze Abwehr der Columbia, es geht aber weiter. Der eingewechselte Babitzki über die linke Seite flankt und kleinere Konfusion, schöner Volley von Philipp Wildbrat, aber irgendwie befördert jetzt Alexander Frimmel den Ball weg.
die letzte Chance des Spiels für Stadtlauter im Spiel doch noch eine positive Wende zu geben, findet hier Gabriel Beyer vor. Der offensiv gewordene Verteidiger spielt aber ab, statt selbst den Abschluss zu suchen. Endstand daher 1:2. Columbia entführt alle Punkte aus Stadtlau. Erwin C., das Schlagerspiel der Stadtliga gegen Columbia ging knapp mit 1:2 verloren. Aus meiner Sicht war hier eine Szene vielleicht ein bisschen mitentscheidend. Eine große Torschance für Karl Aschinger beim Stand von 1:1. Und dann passierte das zweite Gegentor aus der zweiten Standardsituation. Ja, das stimmt. Wer das Match gesehen hat, hat gesehen, dass wir nach einer halben Stunde 3:0 führen hätten müssen oder können. Das Gegentor hat die Moral von uns gebrochen und dann haben wir eigentlich nicht mehr viel gespielt. Ich bin sehr enttäuscht von der Leistung von einigen Spielern. Ich will auch hinterfragen, ob da einige überhaupt noch spielen wollen und noch spielen werden bis in den Sommer. Das klingt ein bisschen nach realistischem Ende der Titelchance. Kann man auch so sehen, glaube ich, bei 7 Punkten Rückstand. Und ein bisschen schon nach Aufbau für die neue Saison. Definitiv, wir haben eine neue Mannschaft für den Sommer aufbauen. Und ich werde mal anschauen, ob der eine oder andere überhaupt noch zum Einsatz kommt. Ja, dann wünsche ich mal, boshaft gesagt, viel Spaß bei der Analyse zu Hause und viel Erfolg beim Aufbau der neuen Mannschaft. Dankeschön. Franz Marisch, ein Eckstadtlauer, kehrt auf die alte Anlage heim, nimmt 3 Punkte mit. Von oben betrachtet war es ein Spiel, das Columbia taktisch sehr diszipliniert geführt hat und aus 2 Standardsituationen eiskalt zugeschlagen hat. Wie hat es der Trainer gesehen? Ja, am Anfang ein bisschen unsicher. Waren wir unsicher und dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Wir haben nicht geranzt, wir haben nicht herumgeredet, sonst irgendwas. Man muss schon klar sagen, wegen der Unsicherheit, mir ist die komplette Hoppe ausgefallen. Ne? Und das haben wir gegen ein sehr starkes Landhaus schon sehr gut weggebracht. Und uns ist heute auch mit viel Arbeit da in dem Spiel auch gelungen. Kann man schon von einer kleinen Vorentscheidung sprechen? Also einen Titelkandidaten habt ihr jetzt aus dem Weg geräumt? 27 Punkte sind noch zum Spielen. Darfst du da davor reden? Anders gefragt, wer scheint noch am gefährlichsten zu sein? Immer dieselben. Stadtlau, Simmering, Landhaus und vor dem Post. Gut, dann lassen wir uns überraschen, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Und alles Gute für Columbia. Dankeschön.